Hallo zusammen, ich bin Alina Salfinger und mache hier in der Geberit meine Lehre zur Polymechanikerin. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und will euch heute mal zeigen, was man in meinem Beruf so macht. Kommt doch mal mit! Meine Aufgabe im Vorrichtungsbau ist, Gestell für die Spritzgussmaschine zu montieren und andere Vorrichtungen zu fertigen, die wir brauchen, um eine reibungslose Serienproduktion zu garantieren. Vorher habe ich gerade eine CAD-Zeichnung fertig gemacht, die ich auf den Computer übergeladen habe. Anschliessend kann ich den 3D-Drucker laufen lassen. Das Teil, das rauskommt, ist ein Prototyp, der später mal in einer Serie produziert werden kann. Hier im Werkzeugbau ist meine Aufgabe, neue Formen für unsere zukünftigen Geberit-Teile zu bauen. Zudem warten wir gebrauchte Werkzeuge warten und reparieren. Wenn du eine Lehre als Polymechaniker oder Polymechanikerin machen willst, dann ist es wichtig, dass du ein gutes technisches Grundwissen mitbringst und gerne handwerklich schaffst. Wichtige Fächer in der Schule sind Mathematik und Physik. Ich arbeite gerne in der Geberit, weil es eine sehr freundliche Gemeinschaft ist und man eine vielfältige Lehre abschliessen kann. Das war mein Beruf Polymechanikerin. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Wir würden uns freuen, wenn du eine Bewerbung hinterlässt und dich bei uns vorstellst. Weitere Infos findest du unter der Webseite www.geberit.ch/berufsbildung.